So, dann geht alles jetzt mal in Bögen, bis wir einen von den beiden Bögen hier tragen können. Ja, Armbrust. Also der Stahlbogen hat die übelste Reichweite und alles. Ist aber langsam. Die Armbrust hat auch noch eine sehr hohe Reichweite, ey. Ist aber genauso langsam und hat weniger Schaden, ist aber auch eine Dreierarmbrust. Der Bogen ist nicht schlecht bis jetzt. 6 bis 10, du machst nur 3, machst 3 bis 10. Wir werden da den Stahlbogen mal ausprobieren, sobald wir das auf 5 haben. Nahkampfwaffentechnisch ist der Feuertanz das Beste, was wir gerade zu bieten haben. Ja. So. Jawohl. Auf eilenden Schwingen. Dann werden wir jetzt erstmal den Weg zum Portal uns frei machen. Jawohl, alles klar. Elend Segen. Mein Ihr Bogen habt für die auf Rune. eilenden Schwingen. Ich höre. Ja, da 3 zu Der Greif 4. wartet schon. Befehlt. Wir sind bereit. Erwarte euer Kommando. Auf Ich eilenden höre. Schwingen. Und ja, da sind hauptsächlich jetzt Eisen im Weg. Auf meinen Mir Befehl. nach. Vorwärts. Auf meinen Befehl, folgt mir. Folgt mir. Und ja, kleiner Spoiler, Eiserne sind eine der Folgt mir. Hauptgegner in diesem Spiel. Also jetzt, nachdem wir Brannigan getötet haben, ist die Eiserne Faust komplett kaputt. Sofort. Vorwärts. Schnell. Sofort. Für die Freiheit. Die Diener der Nacht sind hier. Wir sind bereit. bereits in der Luft. Auf eilenden Schwingen. Mir nach. Das heißt, jetzt kommen dann neue Gegner, jetzt wo wir die Eiserne Faust endgültig besiegt haben. Vorwärts! Wobei die Eisernen hier Schnell! jetzt nur ein Vorgeschmack sind auf die Eisernen, die noch kommen werden. Es sind zu viele! Mir nach! Und ja, wie man den Paladinen schön Folgt merkt, mir! was noch praktisch ist, dass wir Paladine haben, sie können sie bannen. Das heißt, Eiserne sind, auch wenn es keinen Sinn ergibt oder nicht viel Sinn ergibt, Und Untote. los! Kämpft, Männer! So, noch ein eiserner Soldat. Wir sind in Gefahr! Verstärkt die Wir sind Verteidigung! bereit! Schenke uns günstigen Wind! Sind bereits in der Luft! Sind bereits in der Luft! So, nee, ihr alle mal nach da. Hierin, schenke uns günstigen Wind. Außer ich selber. Ja, wir haben es jetzt hier durchgeschafft. Toll, dass wir schon Level 11 sind. Ab jetzt wird es nur noch schwieriger werden mit den Levelaufstiegen. So, Portal zu den Frostmarschen. So, ich will.
ins Dorf. Ja, das ist eigentlich fast schon ein Grund, warum man bei den Elfen zwei Holzfäller bräuchte. Also normale Holzfäller und dann nachher noch eine Holzfäller-Gilde. Um erstens schnell an Holz zu kommen und zweitens um den Wald, den die Förster aufforsten, nochmal abholzen zu können. Wenn ich mal Meisterholzfäller, sind da schnell genug. So, jetzt müssen wir noch warten, bis unsere ganze Armee da ist. Dann machen wir noch den Spinnenmann. Geben die Quest für den Spinnenmann ab, geben auch die Quest mit dem Malachiten ab, um die Kombination für die Truhe zu kriegen. Oh, Wildfang. Wildfangpilz. Ah, den hätten wir jetzt fast übersehen. So, wir warten, dass all unsere Einheiten ankommen. Könnt ja kurz ein Save machen. Ich freue mich. Ja. Ihr müsst euch gegen die Eindringlinge erheben. Ihr müsst euch gegen die Eindringlinge erheben. Ach, euer Blut ist jung und tatendurstig. Doch seht, was vermag ich schon, gegen die Heere der Angreifer auszurichten. Ich würde zerquetscht werden wie eine Spinne. Das werdet ihr auch, wenn ihr tatenlos hier herumsitzt. Kämpft mit mir Seite an Seite. Gemeinsam können wir den Feind besiegen. Oh, welch Tatendrang, welch Tatendrang. Nun gut, mein heißblütiger Freund, so soll es sein. Ich werde euch meine Jäger zur Hilfe schicken. Gebt mir Nachricht, sobald euer Angriff beginnt. Sobald ihr Zeichen gebt, werden meine Spinnen die Armee des Feindes am Eingang zum Pass angreifen. Ja, man sagt, ihr habt ein Mädchen entführt. Man sagt, ihr habt ein Mädchen entführt, Spinnenmensch. So? Gebt sie frei. Das kennen wir schon alles. Lassen wir ganz eurer Meinung. Okay. Die Quest sollte jetzt. Wo ist sie denn? Oh, die Quest ist gescheitert, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht. Gut. Das heißt, wir gehen ins Startmenü zurück. Laden nochmal. Nicht den Autosave, sondern das Let's Play. Und töten ihn einfach. Ja. Man gibt's euer Bastard. Dafür werdet ihr bezahlen. Genau. Frisches Fleisch.
Das ist ein Hinterhalt! So, da kommt eine Spinne. Das ist ein Hinterhalt! Sie kreisen uns ein! Was soll ich tun, eure Schwestern? Die Diener der Nacht sind hier. Sie schlagen zu. Wehrt euch, Schwestern. Sind auf die Feinde Diener gestoßen. Diener der Nacht sind hier. So, der Spinnenmann ist tot. Sie kreisen uns ein. Wehrt euch, Schwestern. Wohin soll Wir ich gehen? Wir sind bereit. Seine sind bereits in der Luft. Ist auch mittlerweile. Seil des Spinnenmanns und ein zerrissenes Kleid. Ja. Das heißt, der Kleid gehört von Marquards Tochter. Soll ihm als Beweis für das Ende des Mörders dienen. Genau. Wir sind bereit. Auf eilenden Schwingen. Manchmal hätte ich gerne eine Rückruffunktion, dass ich mich zum letzten Seelenfels porten kann oder so. Würde die Sache einiges leichter machen, schneller machen. Also ja, jetzt haben wir auch die Seide und wir haben Wildfangpelz. Ob sie mit irgendwas davon was anfangen kann, vielleicht? Also erstmal mit ihm reden. Tretet näher, Freund. Gehört dieses Kleid eurer Tochter? Gehörte dieses Kleid eurer Tochter? Meine Sarah. Ja. Ja, das war eines ihrer Kleider. Sie hat es getragen an dem Tag, als sie verschwand. Eure Tochter wurde gerecht. Der Spinnenmann wird nie wieder ein Kind stehlen. Ich danke euch. Hier, bitte nehmt das. Es ist nur ein schwacher Dank eines alten Mannes. Doch mehr habe ich nicht. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Dann werde ich meine Sarah endlich wiedersehen. So, Questbuch wurde aktualisiert. Wir haben einen Opal erhalten. Noch ein Opal. 10 Silber. Aonias Licht. Du hast nichts mehr zu sagen. Du? Grüße. Wäre euch diese Spinnenseide von Nutzen? Wäre euch diese Spinnenseide von Nutzen? Oh, wahrhaftig. Reine Spinnenseide. Sehr selten und kostbar. In der Seide der großen Spinnen liegt viel Kraft. Leider bin ich nicht die Richtige dafür. Ich würde es mit meinem groben Webwerk nur verderben. Aber es gibt eine Näherin, die euch aus dieser Seide den wertvollsten aller Stoffe fertigen kann. Sucht Tanara in Graufurt auf. Zeigt ihr diese Seide. Ich bin mir sicher, ihr werdet es nicht bereuen. Oh, zu der müssen wir eh auch noch. Und dann reden wir noch mit ihm hier. Ah, ihr seid es. Seid gegrüßt. Was wollt ihr? Erzählt mir noch einmal von der Kiste. Die Kiste ist... Ja, das kennen wir. Wie lautet... Ihr beliebt zu scherzen. Ja, hier nehmt. Hier nehmt. Ein Malachit. Tatsächlich. Dann habe ich mich nicht in euch getäuscht. Ihr seid wohlhabender, als es äußerlich den Anschein hat. Nun denn, die richtige Reihenfolge lautet... Ja. Ja. Rechter Knopf. Ja. Und dann? Linker Knopf. Ja. Weiter? Knopf in der Mitte. Oh, das sollten wir... Linker Knopf.
sollten wir uns aufschreiben. Also rechts. Links. Mitte. Links. Ja. Ja? Und zuletzt noch einmal den Knopf in der Mitte. Okay, nochmal Mitte. Okay. Gibt es noch etwas, das ich wissen muss? Gibt es noch etwas, das ich wissen muss? Ja, die Kombination allein genügt nicht. Um die Kiste zu öffnen, braucht man noch einen Schlüssel. Könnt ihr mir den Schlüssel geben? Natürlich. Hier habt ihr ihn. Okay. Und damit können wir uns wieder zu dem Portal nach oben teleportieren. Ja. Entlockt Flan das Geheimnis der Kiste. Gauer Schlüssel erhalten. So, Wildland Hochweg. Und hier werden wir jetzt dort speichern. Und endlich einen Cut machen. Also, bis gleich.